ehrlich gesagt dachte ich, ich muss mich zu dieser Zeit im Jahr in den Schlaf weinen, jeden Tag, weil Love Island nicht stattfindet, zwecks Corona. Well, sie haben es geschafft! Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Love Island 2020. Es gibt dieses Jahr eine Staffel Love Island und ich würde auch sagen, wir haben ganz schön viel anzugucken. Die ganze Folge ist in der Videobeschreibung verlinkt, lohnt sich sie anzugucken. Also ich bin positiv überrascht, glaube ich. Keine Ahnung. Fangen wir einfach an. Okay, los! Endlich ist sie wieder da. Die beste, die schönste, die spannendste, die spektakulärste Moderatorin im deutschen Fernsehen. Warte, was? Ah, nee, doch nicht. Kuppelshow der Welt. The Dome? Love Island! Stimmt, Love Island. Zwei Grazien betreten die Villa und die erste Person, die sich vorstellt, ist Geraldine. Ich bin Geraldine, bin 25 Jahre alt und komme aus Bergheim. Straight out of Bergheim. Ja, Mann. Ich habe vor circa einem Jahr für über ein Jahr in der USA gelebt. Also wenn sie vor circa einem Jahr, plus minus zwei Wochen, für über ein Jahr in den USA gewohnt hat, dann wohnt sie ja jetzt noch in den USA. Dann erzählt sie noch, was sie für einen Typ Mann hat und sie steht halt eher auf so die Kategorie Arschloch, der sie betrügt, weil... Zu liebe Männer mag ich leider nicht. Dumm, aber ist so. Mein neues Motto von Love Island 2020. Dumm, aber ist so. Die zweite Islander neben Geraldine ist Chiara. Also ich finde, Barbie ist auf jeden Fall ein Kompliment. Ich meine, Barbie ist ja nahezu perfekt. Doch ja, vor allem die Proportionen. Eine dritte Frau betritt die Villa, Melina. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, Melina. So dass man halt merkt, wer du bist. Ja, ich wäre perfekt für die Jungs bei Love Island, weil ich einfach klasse bin. Also ich bin lustig, ich bin, wie ich bin. Aha. Machen wir weiter. Ich habe 10 Jahre lang Cheerleading gemacht, habe... Kann ich auch. Aua. Ich werde alt. Oh. Viele Wettkämpfe gemacht, wurde Vize-Weltmeister 2017. Vize. Ups, sorry. Die nächste Kandidatin heißt Anna. Feiern gehe ich sehr gerne. Am liebsten in dem Bierkönig auf Mallorca. Ach du Scheiße. Ich bin raus. Immerhin kennt man jetzt ihre Ansprüche im Leben. Natürlich muss aber jetzt auch für die verwirrten Zuschauer zu Hause klargestellt werden, wie geht das denn jetzt überhaupt mit Corona zusammen, dass ihr da jetzt alle wild rumbohrt? Ja, die haben sich in Quarantäne begeben zwei Wochen davor und jetzt dürfen sie alle machen, was sie wollen. Zwei Wochen lang. Extra für Love Island. Wir machen das Ganze hier nicht nur für die Liebe, wir machen das Ganze natürlich auch fürs Geld! Aber Follower auch nicht, okay. Cool. Leider bleibt es aber halt auch nicht einfach nur unter Frauen auf der Insel, sondern es kommt jetzt auch ein Mann, Luca. Es ist tatsächlich so, dass man sagt, Sex sales. Könnt ihr auch mitmachen, ich sag's euch. Ich stell dir die Mädchen vor. Das wäre sehr lieb, ja. Das ist Chiara, Geraldine, Anna und Melina. Freue mich euch. Weiter geht's. Aber für wen entscheidet er sich denn jetzt? Melina. Match. Match. Eins habt ihr auf jeden Fall schon gemeinsam. Das stimmt. Aber was genau? Ein Personal Trainer mit einer Cheerleaderin. Aha. Der zweite Boy, der die Villa betritt, trifft auf jeden Fall auf Begeisterung. Hallihallo. Hallo. Ich bin mein Typ. Hallöchen. Hi. Da kann man auch dann schon mal schnell verlernen, richtig Hi zu sagen. Hi. Ja, hast gerade noch mal so den Würgereiz unterdrückt, Geraldine. Geraldine! Kann man richtig gut schreien. Okay, machen wir weiter. Und jetzt ist die Frage so, findet aber auch eine Frau ihn attraktiv und möchte einen Schritt nach vorne treten?
Das ist natürlich auch ein bisschen belastend, wenn jemand nach vorne tritt. Keine Mädels, ich nehme sie nicht persönlich. Nein, auf keinen Fall. Nein. Ich habe das gerade eben fast... Ich habe... Nee, also ja... Hi! Selten so viel Begeisterung gesehen. Die Frage ist, für wen entscheidet er sich denn jetzt auch letztendlich? Wer hat ihm denn absolut schöne Augen gemacht und ihm absolut signalisiert, so nimm mich! Nimm mich nicht. Und es ist Geraldine. Wow! Puh, das wird spannend. Kandidat Nummer 3, Joshua. Meine Frau an meiner Seite sollte auf jeden Fall trainiert und blond sein. So, Josef, wir brauchen noch ein paar Beauty-Shots von dir. Trink doch bitte mal aus dieser Flasche. Süß auch. Die wichtigere Frage ist aber eigentlich... Naja, eigentlich nicht. Wie er aus einer Flasche trinkt, ist auch schon eigentlich besonders wichtig. Aber wie tanzt Joshua denn eigentlich? Ich stehe mehr so auf einen ausgeprägten Po. Der sollte... Ich finde das so cute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da tanzen würde, wenn die mich auf diese Plattform da stellen und sagen so... Mach mal was, so. Am Ende läuft da nicht mal Musik. Oder so Metal oder so. Und was ist neben Trinken und Tanzen auch noch wichtig? Richtig, kann er denn zählen? Ich hatte... ja, 5 Freundinnen bisher. Immerhin bis 5 kommt er schon. Cool. Joshua entscheidet sich für Chiara, weil sie auch einen Schritt nach vorne gegangen ist. Also kommen wir zum 4. Kandidaten. Henrik. Mein Opa war Verteidigungsminister und Finanzminister vor... ein paar Jährchen, Stoltenberg, hat man schon mal gehört. Wow! Und was kennst du sonst noch so? Meine Eltern leben momentan in Frankreich. Also sie haben halt mehrere Wohnsitze. Und du so? Ich habe mir schon immer einen Sohn gewünscht. Ein stabiler Sohn, ist einfach so wie mein bester Freund, dem ich irgendwie alles beibringe, mit dem ich Fußball spielen gehe. Heißt ja nicht, dass eine stabile Tochter das nicht könnte. Aber wenn ich mit dem Thema anfange, dann werde ich mit Love Island nie durch. Dumm. Aber ist so. Gut, jetzt hatten wir einen interessanten Fakt über Henrik. Jetzt muss er aber noch mal kurz flexen. Ich war viele Jahre im Internat. Da habe ich teilweise auch echt Milliardäre kennengelernt. Schön. Cool. Das freut mich für dich. Henrik wird dann auch von Janaína gefragt, so, hey, was braucht denn bei dir eine Frau? Was sie braucht? Sie braucht auf jeden Fall, Geld. Ich habe nämlich schon einige Millionäre kennengelernt. Es steht auch nur noch eine Frau ohne Mann da und man kann ja, wie gesagt, als Frau auch hervortreten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie gerade eben darstellt, wie sie sich im Bierkönig auf Mallorca fühlt oder ob sie damit hadert, einen Schritt nach vorne zu treten. Traurig. Na komm, ich mache es. Ich glaube, okay. Ich glaube, ersteres, das Herz sollte man nämlich eigentlich nicht berühren, wenn man nach vorne tritt. Ja, Mensch, und die beiden freuen sich auch wie ein Schnitzel. Scheiße! Dumm, aber ist so. Ja, da freut er sich. Aber er nimmt sie dann letztendlich auch. Wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch gewesen, wenn man jetzt noch jemanden irgendwie rausgekickt hätte, so. Jetzt wird nämlich wild gedatet und Anna und Henrik reden darüber, dass Henrik in Köln wohnt und Anna, ja, das da halt. Ich hatte auch eine Zeit lang mal überlegt, nach Köln zu ziehen. Aber dann habe ich halt die Preise von den Wohnungen gesehen und dachte so, ach komm. Ah, ist recht, ist recht. Ist viel zu billig, ne? München kann man besser flexen. So. Ich kenne auch viele Millionäre. Rolex und das Hemd ist von Versace. Ansonsten fällt mir jetzt auch nichts zu mir ein. Auch bei Melina und Luca kommt ein super Gespräch zustande. Und das Studium? Ich fange im Oktober an. Ach, du studierst also noch gar nicht. Ich habe meine Ausbildung jetzt fertig. Was ist das? Sport- und Fitnesskaufbau. Aber machst du noch irgendwas anderes? Also sporttechnisches oder so? Also, Cheerleading. Cheerleading. Wie oft? Dreimal die Woche. Ich baue auch nicht gerne ein Gespräch auf. Ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Pärchen. Wir erinnern uns zurück, Geraldine war ja nicht sonderlich begeistert von Marc. Jetzt ist nur das Problem. Das erste Mal bei Love Island kommt als Granate nicht zuerst ein Mann, sondern eine Frau. Und die hat sich jetzt Marc ausgesucht, um mit ihm in den Whirlpool zu hüpfen. Das ist jetzt aber schon wirklich ein Problem für Geraldine. Geraldine. Ohne E, oder? Ach du Scheiße. Geraldine! Wir haben uns gerade kennengelernt und direkt muss er schon so jemand anderes.
Und klar, da hat man schon so ein bisschen Angst, so, dass der einen direkt schon weggenommen wird. Tja, man will immer das, was man nicht haben kann. Man lernt Dinge erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Mehr Sprüche fallen mir nicht ein. Tschüss. Und jetzt reden sie darüber, dass das jetzt ja natürlich passieren kann, dass die Neue halt Marc wegschnappt von Geraldine und dann ist Geraldine alleine. Geraldine! So, dann kommt. Dann kommen erstmal noch mal Typen rein. Ja, das weißt du nicht. Vor allem, da muss ja heute einer alleine schlafen. Nee. Ja. Warte, doch. Nee, warte. Wie viel sind wir denn? Doch, nee. Sind wir schon in Südamerika, oder? Aber wer ist denn nun die neue Granate, die reinkommt? Aurelia! Ja, und was für Hendrik das Geld ist, ist für Aurelia ihr Arsch! Ja, im Club twerk ich natürlich gerne. Kann ich schon sagen, alle Augen auf mich. Mein Po ist sehr groß. Und du so? Wie viele Kinder willst du mal haben? Mein größter Wunsch wäre natürlich 26, 27 Kinder kriegen. Bitte was? Ja, da ist mir fast glatt mein Arsch auf Grundeis gegangen. Ich habe auch einen ziemlich großen. Die 26, 27 Kinder kriegen. Am besten 4. Und dann hüpft Marc auch schon zu Aurelia in den Whirlpool. Ja, erstmal danke, dass du mich ausgewählt hast. Ja. Ja, das war die Redaktion. Weiß nicht, sie wirkt irgendwie nicht so, als hätte sie sich Marc ausgesucht. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wen ich sonst ausgesucht hätte. Momentan bin ich noch Fan von Luca. Würde auch eigentlich jetzt schon in der ersten Folge behaupten, Luca und Melina gewinnen das Ding. Und so am nächsten Tag schnappt sich Aurelia dann auch nochmal den Hendrik, um mit ihm so ein bisschen zu quatschen. Ey Mann, es ist so hell, ich würde gerne dir in die Augen gucken, so, aber ich muss die Sonnenbrille aufziehen. Wäre ich so dein Typ oder... Oder? Boah, ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf den Typ Roboter. Was ist diese Brille? Kann die was? Hat die so Special-Effekte drinnen? Oder warum ist die so groß? Wo ist ihr Gesicht? Aurelia? Wo ist Aurelia hin? Ah, da bist du. Gar nicht gesehen unter der Sonnenbrille. So, und jetzt, Kinder, stoßen wir alle mal gewaltig drauf an, dass es 2020 Love Island gibt. Wäre das pinke Ding von Geraldine rot gewesen, würde ich da so eine gewisse Ähnlichkeit sehen. So. Ach, letzte Szene für heute. Aurelia muss sich ja am Ende des Tages auch noch für jemanden entscheiden, den sie jetzt gerade eben wegschnappt. Sie ist ja eine Granate. Und wer ist es? Deswegen entscheide ich mich für Henrik. Ja, super unspektakulär in den ersten Folgen. Checkt man auch überhaupt gar nichts. Dann war es das auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Abonniert mich, wenn ihr alle anderen Folgen von Love Island nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss.